Affirmatives Leben mit Maike. Bam. Bam zusammen, lange nicht mehr gesehen, was? Erkennt ihr mich noch? Heute machen wir mal was ganz, ganz anderes. Und zwar lese ich euch jetzt erstmal eine Geschichte vor. Aus diesem wundervollen Buch hier von Georges Bukai. Komm, ich erzähle dir eine Geschichte, steht drauf. Und genau das mache ich jetzt auch einfach. Ich erzähle euch jetzt mal eine Geschichte. Warum erzähle ich euch eine Geschichte? Weil ich finde diese Geschichte, überhaupt dieses Buch, ist eines der letzten Bücher, das mich sehr inspiriert hat. Ich kann euch das nur wärmstens ans Herz legen. Vor allem Menschen, die sich immer mal wieder so fragen, sollte ich eine Therapie machen vielleicht mal? Oder ist das doch nicht so eine gute Idee? Was ist eigentlich eine Therapie? Ist eine Therapie eigentlich doof? Das hier ist eigentlich, glaube ich, das beste Mittel, um Menschen davon zu überzeugen, das einfach mal zu versuchen. So eine Therapie, wie man hier in diesem Buch die findet, wird man selbstverständlich nirgendwo finden. Aber also in dieser Geschichte geht es um einen Therapeuten mit Namen Georges, wie der Autor selbst. Und der Patient, der zu ihm kommt, heißt interessanterweise Demian, so wie der Sohn von Georges Bukai. Und die machen da so therapeutische Sitzungen, die alles andere als typisch sind. Denn in der Regel erzählt der Therapeut dem Patienten einfach nur irgendwelche Anekdoten, Geschichten, Lebensweisheiten aus weltweiten Kulturkreisen, die immer wieder so kleine Perlen der Weisheit sind. Und ganz am Ende gibt es da so eine ganz tolle Geschichte, die sehr viel mit mir gemacht hat. Und vielleicht ja auch mit euch. So, und wenn wir das alles fertig haben, dann reden wir so ein bisschen darüber, wo ich jetzt eigentlich schon wieder die ganze Zeit bin, was bei mir los ist, wann es hier endlich wieder mehr Videos gibt. Schluss mit schlechten Gefühlen. Fangen wir an. Komm, ich erzähle dir eine Geschichte. Diese Geschichte heißt Die Geschichte vom dunklen Diamanten und basiert auf einer Erzählung von Isaac Leib Peretz. In einem fernen Land lebte einmal ein Bauer. Er war Besitzer eines kleinen Stückes Erde, auf dem er Getreide anbaute, und eines winzigen Gärtchens, in dem die Bauersfrau Gemüse zog, was der Familie ein kleines zusätzliches Einkommen einbrachte. Eines Tages, während er seinen einfachen Pflug durch sein Feld zog, sah er zwischen den Schollen des fruchtbaren Landes etwas hervorglänzen. Ungläubig hob er es auf. Es war wie außergewöhnliches Glas. Im Sonnenlicht glänzte es überwältigend schön. Der Bauer vermutete, dass es sich um einen sehr wertvollen Edelstein handelte. Einen Moment lang surrte ihm der Schädel vor lauter Ideen, was er alles tun könnte, wenn er diesen Diamanten verkaufte. Dann aber dachte er, dass dieser Stein ein Himmelsgeschenk war und dass er ihn aufheben musste und nur im Notfall benutzen durfte. Der Bauer erledigte seine Arbeit und kehrte mit dem Diamanten nach Hause zurück. Er hatte Angst, den Edelstein im Haus zu behalten, sodass er, kaum war die Nacht angebrochen, in den Garten hinaustrat, ein kleines Loch in die Erde bohrte und den Diamanten dort zwischen den Tomaten verscharrte. Um die Stelle später wiederfinden zu können, schob er einen gelblichen Stein darauf. Am nächsten Morgen zeigte er seiner Frau den Brocken und bat sie, ihn um nichts in der Welt zu verschieben. Die Frau fragte ihn, warum dieser seltsame Stein mitten in ihren Tomaten liegen müsse, und da der Bauer nicht wagte, ihr die Wahrheit zu sagen, um sie nicht unnötig aufzuregen, sagte er, dies ist ein ganz besonderer Stein und solange er im Tomatenbeet liegt, werden wir immer Glück haben. Die Frau dachte nicht weiter über diesen ungewohnten Anflug von Aberglauben ihres Mannes nach und kümmerte sich um ihre Tomaten. Das Ehepaar hatte zwei Kinder, einen Jungen und ein Mädchen. Als das Mädchen 10 Jahre alt war, fragte es seine Mutter nach dem Stein im Garten. Das ist ein Glücksbringer, sagte die Mutter. Und das Mädchen gab sich zufrieden. Eines Morgens, bevor es zur Schule ging, betrat das Mädchen das Tomatenbeet und berührte den gelblichen Stein, denn an jenem Tag hatte es eine sehr wichtige Prüfung zu bestehen. Vielleicht aus reinem Zufall, vielleicht aber auch, weil das Mädchen mit mehr Selbstbewusstsein in die Schule ging, bestand es die Prüfung mit einer guten Note und so war die Macht des Steines bestätigt.
Als das Mädchen am Nachmittag nach Hause kam, brachte es einen kleinen gelblichen Stein mit, den es neben den ersten legte. Was soll dieser Stein? Fragte die Mutter. Naja, wenn ein Stein Glück bringt, dann bringen zwei noch mehr Glück, sagte das Mädchen mit bestechender Logik. Und von diesem Tag an brachte es immer wieder solche Steine mit, wenn es welche fand, und legte sie neben die anderen. Wie in einem geheimen Wettbewerb oder auch nur, um es ihrer Tochter gleich zu tun, begann auch die Mutter bald Steine zu sammeln. Der Junge hingegen wuchs bereits mit dem Mythos der Steine auf. Von klein auf hatte man ihn gelehrt, gelbe Steine an der Seite der anderen aufzuhäufen. Eines Tages brachte der Junge einen grünlichen Stein mit und legte ihn neben die anderen. »Was hat denn das zu bedeuten, mein Junge?« fragte die Mutter. »Ich fand, der Haufen wäre schöner, wenn noch ein paar grüne Steine dabei lägen«, erklärte der Junge. »Auf gar keinen Fall, mein Sohn, nimm diesen Stein weg.« »Warum darf ich den grünen nicht neben die anderen legen?« fragte der Junge, der schon immer ein bisschen rebellisch gewesen war. »Weil, stammelte die Mutter, die sich nur an die Worte ihres Mannes erinnerte, der sagte, dass ein solcher Stein unter den Tomaten Glück bringe. »Warum, Mama, warum?« »Weil die gelben Steine nur dann Glück bringen, wenn keine andersfarbigen Steine in der Nähe liegen«, erfand die Mutter. »Das kann doch nicht sein«, hakte der Junge nach. »Warum sollen sie nicht genauso viel Glück bringen, wenn noch andere dabei sind?« »Weil, Glücksteine sind sehr eifersüchtig.« »Eifersüchtig?« wiederholte der Junge mit einem ironischen Lächeln. »Eifersüchtige Steine? Das ist lächerlich.« »Schau mal, ich weiß nicht, warum die einen Steine Glücksbringer sind und die anderen nicht. Also wenn du es genau wissen willst, frag deinen Vater«, sagte ihm die Mutter und ging weiter ihrer Beschäftigung nach, nicht ohne vorher den grünen Eindringling, den der Junge angeschleppt hatte, aus dem Beet zu entfernen. An diesem Abend wartete der Junge lang, bis sein Vater vom Feld zurückkam. »Papa, warum bringen die gelben Steine Glück?«, fragte er, gleich nachdem er eingetreten war. »Und warum die grünen nicht?« »Und warum bringen die gelben Steine weniger Glück, wenn ein grüner in der Nähe ist? Und warum müssen sie zwischen den Tomaten liegen?« Er hätte noch weiter gefragt, ohne eine Antwort abzuwarten, wenn sein Vater nicht die Hand erhoben und ihm so Einhalt geboten hätte. »Morgen, mein Sohn. Morgen werden wir zusammen aufs Feld gehen und ich werde dir alle deine Fragen beantworten.« »Und warum hat bis jetzt?« wollte der Junge weiterfragen. »Morgen, mein Sohn. Morgen.« Am nächsten Morgen, ganz in der Frühe, als alle im Haus noch schliefen, weckte der Vater den Sohn zärtlich, half ihm beim Anziehen und nahm ihn mit aufs Feld. »So, mein Sohn, ich habe dir das noch nicht erzählt, weil ich glaubte, du wärest noch nicht bereit, um die Wahrheit zu erfahren. Jetzt aber, glaube ich, bist du groß genug, fast schon ein richtiger junger Mann, um alles zu erfahren und das Geheimnis für dich zu behalten, solange es nötig ist.« »Welches Geheimnis, Papa?« »Ich werde es dir sagen. All diese Steine in den Tomaten markieren einen bestimmten Ort im Garten. Unter ihnen liegt ein wertvoller Diamant vergraben, der Familienschatz. Ich wollte nicht, dass die anderen es erfahren, weil es mir schien, sie könnten es nicht für sich behalten. Dir teile ich heute das Geheimnis mit und von nun an wirst du der Hüter des Familiengeheimnisses sein. Irgendwann wirst du selbst Kinder haben und eines Tages wird der Moment kommen, da du eins von ihnen in das Geheimnis einweihen musst. An diesem Tag wirst du deinen Sohn beiseite nehmen und ihm die Wahrheit über den versteckten Schatz erzählen, so wie ich es dir heute erzähle.« Der Vater küsste den Sohn auf die Wange und fuhr fort. »Ein Geheimnis zu bewahren bedeutet auch zu wissen, wann der Moment gekommen ist, es zu teilen und wer der Mensch ist, der seiner würdig sein kann. Aber bis dieser Tag der Entscheidung gekommen ist, musst du die übrigen Familienmitglieder glauben lassen, was sie glauben wollen. Über diese gelben Steine, über blaue oder grüne.« »Du kannst auf mich zählen, Vater«, sagte der Junge und richtete sich auf, um erwachsener zu wirken. Die Jahre vergingen. Der alte Bauer starb und der Junge war zum Mann geworden. Auch er hatte Kinder und unter ihnen gab er es nur einen, der zum gegebenen Zeitpunkt das Geheimnis um den Diamanten kannte. Alle anderen glaubten daran, dass die gelben Steine Glück brachten. Jahr um Jahr, Generation um Generation, häuften die Mitglieder der Familie Steine im Garten des Hauses an. Es hatte sich dort ein riesiger Berg von gelben Steinen gebildet. Ein Berg, den die Familie verehrte.
wie einen gigantischen, unfehlbaren Talisman. Nur ein Mann oder eine Frau in jeder Generation war im Besitz der Wahrheit über den Diamanten. Alle anderen verehrten die Steine. Bis eines Tages, wer weiß warum, das Geheimnis verloren ging. Vielleicht starb ein Vater ganz plötzlich, vielleicht glaubte ein Sohn nicht an das, was man ihm erzählte. Sicher ist, dass es von diesem Zeitpunkt an Leute gab, die weiterhin an den Wert der Steine glaubten und solche, die diese alte Tradition in Frage stellten. Aber niemand erinnerte sich je wieder an den versteckten Schatz. Ne? Georges Bouquet, komm, ich erzähle dir eine Geschichte. Tolles Buch. Nachdem ich diese Geschichte gelesen habe, habe ich mir das Buch so auf die Brust gelegt und so aus dem Fenster geguckt und so vor mich hingeträumt und gedacht. Und ich dachte so, das ist ja irgendwie wie unsere Welt derzeit. Da gehen Menschen zu irgendwelchen Steinkreisen oder zu irgendwelchen Heiligtümern sonstiger Art, zu Baumgräbern, was es nicht alles an aufregenden Städten gibt. Städten, die man in deutschen Wäldern überall kann man so aufregende Dinge finden, irgendwelche Tingstätten etc. pp. Und so viele, viele verschiedene Mythen und Glaubensvorstellungen ranken sich um diese Orte. Und jeder hat da immer so seine eigenen Vorstellungen. Oder um noch konkreter zu werden. Es gibt in traditioneller alter Heilkunst, zum Beispiel in der chinesischen, aber auch aus unseren eigenen Gefilden oder auch in modernen Therapieformen, wie zum Beispiel der Körpertherapie Grindberg-Methode, da werden als erstes deine Füße gelesen. Also man schaut sich deine Füße an und daraus schließt man eine ganze Menge auf deine Psyche, auf deine psychologische und physische Gesundheit. Ebenso auch aus den Händen. Die Chinesen, in der chinesischen traditionellen Heilkunst wird auch deine Hand diagnostiziert und anhand der Hand kann man schon viel über dich rausfinden, wenn man kann. Dafür muss man eben die Geheimnisse kennen. Und damit ist es so ein bisschen wie mit diesem Diamanten. Der Diamant in dieser Geschichte ist all das verloren gegangene Wissen, das wir alle nicht mehr haben und nicht mehr wissen. Und die Steine, die oben drauf liegen, das sind die Menschen, die dich auf einem Jahrmarkt zum Beispiel ansprechen und sagen, soll ich mal deine Zukunft aus deiner Hand lesen? Hältst du ihm die Hand hin, erzählt er dir was von Lebenslinien etc. und liest daraus dein Leben. Solche Menschen haben in der Regel ein ganz, ganz tolles Talent, nämlich sehr viel Menschenkenntnis. Ich würde das eigentlich ganz gerne mal ausprobieren, weil ich nämlich von mir behaupte, auch viel Menschenkenntnis zu haben. Und eigentlich, wenn ich so mit Menschen rede, komme ich in Gesprächen ganz fix in der Regel darauf, was die so bewegt. Insofern, ich würde mal behaupten, mit einer guten Menschenkenntnis kann das jeder. Und wahrscheinlich könnte sogar ich gute Ergebnisse zählen, wenn ich dir aus der Hand lesen würde. Was ist aber tatsächlich, was der Diamant mal war, das ist die Tatsache, dass man ja wirklich aus der Hand Dinge lesen kann über deine Gesundheit und somit natürlich auch über deine Psyche und deinen ganzen Lebenszustand und auch, wenn man denn will, eine Diagnose, wie lange das denn wohl noch so gut gehen wird mit dir und deinen Organen. Wir wissen, dass wir gar nichts wissen. Wir sind Suchende, wir sind Fragende. Wir laufen durch die Welt, wir finden Dinge, die erscheinen uns merkwürdig. Die ganzen Gründerzeitbauten, all diese Dinge und wir stellen uns Fragen. Aber wann ist endlich die Eitelkeit vorüber? Zu viele gehen immer von dem aus, was sie jetzt gerade gelernt haben.
Wann immer Menschen irgendwas Neues lernen, dann überzeugt sie jetzt nur noch das und alles andere ist Quatsch. Das ist richtiger Quatsch, weil sie sich damit ja auch selbst widerlegen. Also vor einem halben Jahr hat man noch was anderes gesagt. Beispiel, vor einem halben Jahr hat man noch geglaubt, die Erde sei rund. Heute glaubt man, die Erde sei flach. Und welches ist das entscheidende Wort in beiden Sätzen gewesen? Man glaubt, weil man weiß nämlich gar nichts. Zu wissen, zu behaupten, dass man Dinge weiß, die man nicht wissen kann, also ich nicht wissen kann. Natürlich kann es Leute geben, die daran rumforschen, die können dann eventuell sogar irgendwann das mit Wissen behaupten. Ich persönlich habe keine Rakete, bin noch nie da hochgeflogen, so, also jedenfalls nicht höher als ein Flugzeug das kann. Ich habe mir die Gesamtsituation noch nicht so angeguckt. Ich war auch noch nicht auf dem Mond und habe überprüft, ob die Landungen da fake oder echt waren oder. Wann kommen wir zu dem Punkt, endlich zu verstehen, dass wir nichts wissen? Und dass wir es auch nicht besser wissen als irgendwer anders. So. Ich hatte jetzt eine Weile eine bescheuerte Telegram-Gruppe. Ich war ja eigentlich noch nie Fan davon. Ich habe die deswegen jetzt auch beendet, weil es von Anfang an unlogisch war. Ich halte mich nicht auf Telegram auf und will da auch nicht sein. Jetzt habe ich mich selber beim Lügen erwischt. Ich habe seit kurzem eine Frauengruppe auf Telegram tatsächlich. Bestehend aus lauter Menschen, die ich aber auch wirklich echt kenne. Und das ist richtig toll, aber das ist was anderes. Und das ist auch das erste Mal in meinem Leben. Ist auch ein bisschen ironisch, habe ich neulich noch zu einem guten Freund gesagt. Das ist total ironisch, dass ich ausgerechnet jetzt mich in irgendeiner Telegram-Gruppe so wohlfühle, wo ich meine endlich gelöscht habe. So, aber als es diese Telegram-Gruppe noch gab, was habe ich da andauernd beobachtet? Leute, die sich gegenseitig angreifen, die rumdiskutieren und streiten über zum Beispiel die Form der Erde. Na, ist das nicht vermessen? Ist das nicht irre? Ist das nicht irre? Da steht der eine hier so, ich weiß genau, die Erde ist rund. Und hier steht der andere so, nein, das kann nicht sein, denn ich weiß, dass die Erde flach ist. Dazwischen stehen so Leute wie ich. Glotzen auf die gelben Steine und fragen sich so, was wohl das Geheimnis ist darunter. Aber ich weiß es nicht. Und ich würde einen Teufel tun, zu behaupten, ich wüsste es. Das ist eigentlich heute meine Botschaft. Dass wir alle mal wieder so ein kleines bisschen uns locker machen in der Hüfte und einfach mal wieder so ein bisschen tanzt in Akzeptanz, ich weiß, dass ich gar nichts weiß. Ich bin neugierig und will alles wissen und alles rausfinden. Aber diese Art und Weise zu behaupten, man wüsste, ja, und was daraus alles entsteht und wie viel Projektion und Irrglauben in dieser Szene, was ich nicht alles, seitdem ich diese Arbeit hier mache, an Menschen kennengelernt habe, was ich nicht alles für verrückte Theorien und Ideen gehört habe, war eine total gute Übung für mich, zu lernen, Menschen von ihren Positionen zu trennen. Das kann ich inzwischen sehr gut. Ich kann Menschen dabei zuhören, wie sie die abwegigsten und irrsten Dinge vom Stapel lassen. Und ich bleibe schön bei mir und sage mir so, Maike, du darfst alle Fragen stellen. Du sollst in deinem Kopf kein Urteil fällen. Oh, das ist ein Reim. Du darfst alle Fragen stellen. Nur solltest du lassen, ein Urteil zu fällen. Das wollte ich euch sagen. Und Tagesordnungspunkt 2. Ich bin total froh, dass ich euch das jetzt mal gesagt habe, dass ich euch endlich mal überhaupt wieder irgendwas gesagt habe. Denn meine Situation ist einfach nach wie vor nicht gut. Ich habe nach wie vor kein Zuhause. Ich bin zum derzeitigen Zeitpunkt nirgendwo gemeldet. Ich habe ein Konto, ein Guthabenkonto, auf das man kein Geld überweisen kann. Es wurde jetzt schon ein paar Mal versucht, so verschiedene Dinge. Das Spenden ging nicht.
Das Geld wurde von der Bank eingehalten, war ja bei, heißt die Bank. Könnt ihr auch gerne mal nachlesen. Da gibt es wohl mehrere Menschen, die solche Probleme haben. Also das ist wohl nicht nur mein Problem. Na, Wurst. Wenn man Spendengelder dahin geschickt hat, haben die es einbehalten, wollten von den Menschen, die gespendet haben, eine Kopie ihres Personalausweises plus eine Begründung, wofür dieses Geld da ist. Ist ein bisschen viel Aufwand, so kann ich selbstverständlich nicht Einnahmen einnehmen. Das nächste war, ich habe ein Beschäftigungsverhältnis angefangen, wo auch genau dasselbe passiert ist. Der Arbeitgeber, der sogenannte, hat Geld überwiesen, das Geld wurde einbehalten, die Bank wollte von mir ein Foto meines Personalausweises. So, sowas habe ich ja auch nicht. Glücklicherweise habe ich aber noch alte E-Mails, in denen ich schon mal meinen Personalausweis an irgendjemanden geschickt habe. Datenschutz, ole. Ja, und das habe ich dann an die geleitet. Darauf war die Antwort dann, die Vorderseite ist super, von der Rückseite das Foto bitte nochmal machen, das ist uns zu verschwommen. Ja, ich wüsste nicht wie, Freunde. Ich habe ja keinen physischen zum Fotografieren. Naja. So ist also weiterhin die Situation, dass ich erstmal weiter gar kein Konto habe, dass ich andauernd abhängig bin von Freunden. Übrigens, aus dem Schnitt mal ganz kurz. Ich habe zum Glück die allerbesten Freunde, die man sich nur wünschen kann. Herzlichen Dank. Ganz ohne Scheiß, das ist, glaube ich, eine der größten Errungenschaften und einer der größten Werte meines Lebens. Zeit und Freunde, da bin ich stinkreich. Dafür bin ich saudankbar. Affirmatives Leben mit Maike. Bam. Es bleibt nach wie vor kompliziert. Ich dachte eigentlich, dass ich jetzt ab 18. März wieder eine Meldeadresse hätte. Und ich dachte eigentlich, ich hätte eine sehr gute Möglichkeit für eine andere juristische Person gefunden. Darüber möchte ich jetzt noch nicht reden. Das klären wir dann ein andermal, wenn das mal irgendwann endlich alles durch ist. Ja, und so ist bisher weiterhin die Situation. Mittellos, wohnungslos schlägt die Maike sich hier so durch. Gesundheitlich war es auch noch nie so. Also seitdem ich diesen ganzen Trubel habe, ist gesundheitlich einiges passiert. Ich habe jetzt keine Lust, euch meine ganzen Krankheiten hier aufzuzählen, aber ist nicht schön. So. Ich hatte nicht die Kraft, Videos aufzunehmen. Meine ganze Kraft geht die ganze Zeit nur dafür rauf, diese Wohnungssituation in den Griff zu kriegen, diese Lebenssituation, meine Existenzgrundlage. Und immer bin ich irgendwie so ein ganz kleines Stück davor und dann wird die Möglichkeit mir wieder entzogen. Aber das ist okay. Alles, was im Leben geschieht, geschieht zu deiner Entwicklung, zu deinem Vorteil, für dich. Das ist ein Glaubenssatz, der mir momentan sehr weiterhilft. Ansonsten ist da nicht so viel. Ich lerne mich wieder zu 1000% auf mich selber zu verlassen. Und ich lerne mich wieder darauf zu verlassen, dass auch solche Krisensituationen nicht das Ende bedeuten. Das ist eine total harte und schwierige Übung, die viele von uns immer mal wieder machen müssen. Für mich ist es jetzt auch wirklich nicht das erste Mal. Aber das hat auch was Positives, nämlich in meinem Leben ist schon so viel schiefgegangen, dass ich inzwischen mit 100%iger Sicherheit behaupten kann, dass ich immer geschützt bin, dass immer alles am Ende irgendeinen Sinn ergibt, dass ich immer auch irgendwie getragen bin, auch jetzt in dieser Situation. Ich muss ja nicht hungern gerade oder es ist super anstrengend, vor allem psychologisch, so Abhängigkeiten, ach, schwieriges Thema. Und immer so ein Bittsteller sein zu müssen und so und dann auch so zum Arbeitgeber gehen und sagen,
ich brauche das in bar und ich weiß, das macht Ihnen jetzt voll die Umstände und so. Aber mit mir geht es nun mal nicht anders. Kriege ich erstmal eine Anstellung ohne einen festen Wohnsitz. Dann geht es eigentlich auch schon los. Das sind alles so Aufgaben. Oh. Ja. Und dann gibt es noch zwei Menschen in meinem Umfeld, die mir sehr am Herzen liegen, die sehr in mein enges Umfeld gehören, die mir super wichtig sind. Und denen geht es beiden richtig beschissen. Und ich... bin eine von denen. Das ist eine der größten Lektionen, auch in dieser Zeit noch. Das mit dem auf sich verlassen, um sich selber kümmern, Selbstliebe. Wenn es Menschen, die ich liebe, schlecht geht, tendiere ich dazu, alles dafür tun zu wollen, dass es denen wieder gut geht. Und darüber hinaus vergesse ich mich selbst. Ich musste neulich mal für eine Woche weg aus meinem alltäglichen Umfeld, um endlich mal wieder zu mir zu kommen und mich um mich zu kümmern. Und dabei zum Beispiel dieses schöne Buch hier zu lesen. Und Gitarre zu spielen und zu singen und einfach mal wieder ich zu sein. Das war ich jetzt ewig nicht. Und es hat 6 Tage gedauert, bis ich mich wieder frei und inspiriert gefühlt habe, um ein Video machen zu können. Das ist dieses hier. So, jetzt bin ich wieder in dem sehr anstrengenden Umfeld. Und jetzt muss ich mal lernen, mich um mich zu kümmern. So. Und wie geht das jetzt hier weiter? Weiter geht das jetzt. Tja. Ich hatte die ganze Zeit ja gedacht, dass ich am 18. März eine Meldeadresse hätte. Da wollte ich eigentlich wohin ziehen. Richtig schönes Zuhause eigentlich. Da dachte ich eigentlich, dann mache ich endlich wieder regelmäßig Videos, weil ich da den Raum habe und die Zeit und alles, was ich eben brauche. Und ich hatte mich schon so darauf gefreut, euch mein neues Zuhause zu zeigen. Ich habe das jetzt schon so oft durchgeträumt, wie ich euch den Garten zeige und sage, guck, jetzt haben wir es endlich geschafft. Und jetzt kann es auch weitergehen hier. Ist aber jetzt nicht so, aber ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Eigentlich sollte meine Botschaft ja gewesen sein hier, das mit den Steinen. Dass wir Menschen oft heute den Dingen einen Wert beimessen, die gar nicht der eigentliche Wert sind, sondern die Wahrheit liegt darunter. Und fast ironischerweise bemerke ich gerade, dass das mit diesem Video jetzt auch der Fall ist, denn die Botschaft, die da drunter lag, die ich jetzt gerade ganz unbewusst ausgesandt habe, ist: Wir sind auch in unseren schwächsten Zeiten immer noch die stärksten Partner, die wir uns selber sein können. So. Schaut mich an. Wahrscheinlich ist meine Botschaft in Wahrheit Zuversicht. Und ich merke es auch erst selber jetzt am Ende des Videos. Egal, wie beschissen die Situation auch sein möge. Smile while your heart is breaking. Smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you get by. If you smile through your tears and sorrows, smile maybe tomorrow you see the sun come shining through. And light up your face with gladness.
smile, though in times of sadness, maybe a tear, maybe ever so near. That's the time you must keep on smiling. Smile while still you say crying. You'll find that life is still worthwhile if you just smile. Also ab durch die Angst und die Trauer und die ganze Scheiße, die jetzt mal ehrlich, Leute. Ich glaube, es geht niemandem gerade so richtig viel besser. Wir haben gerade einfach schwierige Zeiten. Um uns herum tobt der Krieg. Wir hatten diesen Corona-Kram. Wir haben Spaltung, Hetze, noch und nöcher. Ich sehe es doch auch da draußen auf der Straße. Mir hat eben noch ein Freund erzählt, dass sich irgendwelche Leute in seinem Arbeitsverhältnis gestern im Büro geprügelt haben. Smile. Wir haben keine andere Wahl, Leute. Wir haben keine andere Wahl. Wir müssen lächeln. Tanzt in Akzeptanz. Durch die Angst. Ins Vergnügen. Bis zum nächsten verdammten Bäm. Du darfst alle Fragen stellen. Nur solltest du lassen, ein Urteil zu fällen. Affirmatives Leben mit Maike. Bam.